Hey ho, liebe Forza-Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon 5. Wie ihr schon vor euch sehen könnt, heute mit dem 1969er Ford Mustang Boss 302. Wir werden dieses Aggregat heute ausfahren und das Tuning-Potenzial bis aufs Letzte ausreizen. Und heute die erste Folge. Mit einem Vintage Car, mit einem Muscle Car. Wurde von euch gewünscht, dass wir auch mal einen Ami-Hobel ausfahren. Und ich meinte ja eh, wir müssen mal ältere Fahrzeuge ausfahren. Und ich dachte mir, ich schnapp mir den Mustang Boss 302. Und dann schauen wir uns ihn doch mal an. Den guten Mustang. Mustang generell große Marke. Was. Muscle Cars angeht oder Pony Cars. Boah. Ich muss, Alter, guckt euch den mal. Das ist doch einfach schön, die Hecklamellen, dieser kleine Spoiler. Wunderschön. Wir machen mal auf, was wir aufmachen können. Wie wir sehen wir nicht viel. Motorhaube dürfen wir nicht aufmachen. Schade. Was darunter steckt, werden wir gleich noch sehen. Wir gehen mal in den Innenraum. Und ja. Wir sind in 1969. Multimedia, wohl eher nicht. Gute alte Viergang manuelle Schaltung. Sehen wir schon mal. Das haben wir ja gleich noch auf dem Plan. Aber wir können mal die Musik spielen lassen, oder? Genauso will man doch 1969 auf den amerikanischen Highways fahren, oder? Und apropos fahren, genau das werden wir. Raus hier aus der Garage, rein ins Geschehen. Wie gesagt, mit dem 1969er Ford Mustang Boss. Okay, hallo Audi. Ford Mustang Boss 302. Wir sind, das ist immer noch die erste Generation des Ford Mustangs. Ja, die erste Generation von Ford Mustang ging ganz schön lange. Und ging so noch weiter mit dem Ford Mustang Mach 1, aber das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Was haben wir denn hier überhaupt? Nun, wir haben einen 5 Liter V8. Jetzt könnte man meinen, wir haben hier 500 PS unter der Haube. Nein, haben wir nicht. Wir haben nur 295 PS und 300, boah, 95 Newtonmeter auf ein Leergewicht von 1,55 Tonnen. Aber wir sind ja ein Forza Horizon. Die nehmen es mit dem Gewicht ebenfalls nicht so ganz genau. Und da fehlen einfach mal wieder gute 80 Kilo. Forza. Wir sind wieder gut am Start. Von 0 auf 100 geht das Fahrzeug in 9,2 Sekunden oder 6,3. Ich habe ein paar verschiedene Quellen gefunden, so oder so. Viergang manuelles Schaltgetriebe haben wir ja gerade eben schon gesehen. Mit einer Topspeed von 200 km/h und das wie natürlich jedes Muscle und Pony Car mit ein paar Ausnahmen. Wir haben sogar eine Ausnahme im Spiel auf die Hinterachse. Ja. Ach ja, der gute alte Mustang. Wunderschönes Fahrzeug. Wunderschöne Fahrzeugreihe. Muss man einfach sagen. Die Muscle und Pony Cars waren schon eine Sache für sich. Und das letzte Pony Car oder Muscle Car. Eher Muscle Car. Wird dieses Jahr eingestellt. Jetzt würdet ihr euch wundern. Ich spreche natürlich vom Dodge Challenger. Der ist so das letzte Überbleibsel der Muscle Cars, würde ich sagen. Also das Ding halt einfach wirklich nur Leistung auf Hinterachse ist. Aber heute soll es nicht um den Challenger gehen, sondern um den Mustang. Denn, wieso existiert dieser Boss 302 überhaupt? Nun ja, Ford wollte das Fahrzeug in eine Rennserie schmeißen, nämlich die Trans-Am-Rennserie in Amerika. Und ganz simpel, wie es mit vielen Fahrzeugen damals ist, das Ding ist ein Homologationsfahrzeug. Aber was heißt das? Nun, viele Rennserien haben als Regel, dass
Fahrzeuge mitfahren dürfen, die aber auch verkauft werden müssen. Und ja, Ford hat 1628 Stück dieses 302s gebaut und verkauft und uiuiui. Er wurde dann zu der Rennserie Trans Am zugelassen. Und das ist der simple Grund, wieso wir hier heute in diesem Fahrzeug sitzen. Ach, schöner V8 Sauger, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir sind natürlich in einem V8 Sauger unterwegs. Und 5 Liter ist ja doch ein Hubraum, den man vom Mustang kennt mittlerweile. Das ist ja schon Standard geworden. Natürlich, wir sind vor der Ölkrise. Beziehungsweise schon am Anfang der Ölkrise, könnte man fast sagen. Und deswegen ist das Power Output nicht ganz so gut. Wie gesagt, keine 300 PS, keine 400 Newtonmeter. Das ist schade für das Fahrzeug, aber wie ihr seht, wir wackeln hier rum wie ein Boot. Aber das hat, glaube ich, eher mit Forza zu tun. Weil Forza der Meinung ist, jedem Muscle Car nicht mal Straßenreifen zu geben. Nun gut, es ist natürlich nicht die höchste Ausbaustufe des Mustangs. Das muss man auch dazu sagen. Es ist, wie gesagt, einfach nur ein Homologationsmodell für die gute alte Rennserie Trans Am. Und wir können ja gleich mal im Tuning gucken, was wir so rausholen können. Ich muss sagen, mir sind jetzt schon einige Dinge aufgefallen. Sowohl wenn man aufs Datenblatt guckt, als auch wenn man jetzt hier ins Rennen schaut. Oh, da hat's. Oh, der NPC, der hat einen erwischt. Der Chevy Colorado. Der wollte uns auf der Top 2 sehen. Oh, sogar auf der Top 1. Wenn wir hier gleich geschmeidig am Civic vorbeigehen, hoffentlich. Ah, wobei. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also, ich würde mir das gut vorstellen, damals in den 70ern. Ich meine, gut, es ist ein 69er Modell, aber damals in den 70ern. Mit dem über die Highways zu fahren. Das muss doch eigentlich ganz geil sein, oder nicht? Ja, wie ihr sehen könnt, wir befinden uns in der hohen C-Klasse. Das ist natürlich jetzt nicht allzu schnell. Aber daran können wir was ändern. Vielgang-Handschalter. Das ist auch wirklich ganz gut, natürlich für die Leistungsentwicklung, wie man sie auf den Asphalt bringt, aber ja, wir ändern daran definitiv was. Oh, dieser Sound. Nicht zu laut, nicht zu leise, das ist doch mal ein guter V8. Na, ich hoffe jetzt, dass es im Haus nicht zu dunkel wird nachts. Aber mal sehen. Während wir jetzt gleich ins Tuning, sowohl optisch als auch technisch, uns reinschmeißen. In diesem schönen Ponycar. Mal gucken, was haben wir denn zur Auswahl? Wir haben natürlich Motorswaps. Den LS. Chevy Motor. Ach du Scheiße. Den F450 Super Duty. Viper V10. Da ist der schon wieder. Dieser 8,9 Liter V8. Ich weiß immer noch nicht, wo der hingehört. Was hat denn 9 Liter V8 mit 1500 PS? Naja, wir können natürlich auf Allrad gehen, aber wir sind hier in einem Ponycar, das machen wir nicht. Und ihm eine Aufladung geben. Jetzt stellt sich mir die Frage, sollen wir puristisch bleiben mit dem Sauger V8 oder
Doch ein bisschen reinhauen mit dem Kompressor. Ich glaube, wir hauen rein, oder? Da hauen wir doch rein. Wir können natürlich wie immer die tolle Forza Aero, die vorne tatsächlich nicht schlecht ist. Also einfach nur die Lippe erweitert. Aber hinten grausig. Machen wir trotzdem nicht. Dann, wie gesagt, unter Straßenreifen, das ist halt traurig. Ich glaube, wir können ja, genau. Vintage-Reifen. Ich glaube, wir machen auch die Oldtimer-Reifen. 2,75 vorne, machen wir. 3,45 hinten vielleicht nicht. Sondern 3,25. Hinten kann man es. Oh, okay. Das ist so schade. Warum so weit? Beziehungsweise, wenn man so weit macht, warum vorne gar nicht? Haben wir ein paar gute Felgen bei American Racers oder so? Die waren doch. Ja, genau, die waren hier. Die gehen natürlich immer. Ja, den nehmen wir auch. Kupplung, Getriebe, würde ich auf ein 6-Gang-Renngetriebe gehen. Definitiv. Die Gänge sind einfach viel zu lang. Rennbremsen natürlich. Rennfahrwerk natürlich. Stabis. Ich habe gesagt Stabis. Wir könnten nochmal Gewicht reinmachen, um ein bisschen mehr ans Originalgewicht zu kommen. Weil, ach du Heilige. Man kann ihn auf 1,2 Tonnen runterbringen. Nee, das machen wir, glaube ich, nicht. Auspuff. Ich nehme Sportauspuff. Ansaugung natürlich. Dann finde ich es schön, glaube ich, den Hubraum anzufassen. So ein 6 Liter V8 ist dann doch schon ganz schön. Schwungscheibe sowieso. Wohin gehen wir denn eigentlich? Wir haben jetzt schon 360 PS. Und ich glaube, so über 400 könnten sogar zu viel sein. Vielleicht so 380 ungefähr. Oh, guck mal. 380 PS, 1500 Kilogramm, 6 Liter, kann man das noch so schöne Zahlen. Außer die Newtonmeter, die vielleicht nicht. Das gefällt mir doch. Dann sind wir am Anfang der A-Klasse. Das ist doch eigentlich ganz gut. Dann, was haben wir denn für Lackierung? Ich habe natürlich das Weiß hier ausgewählt, weil das ist so. Ich weiß nicht, also weiß auf einem, auf dem alten Mustang passt gar nicht, finde ich. Das Orange hat man in Forza viel zu oft gesehen. Dann haben wir ein schönes Yelp. Ein schönes Yelp, aber gelb in Forza ist immer so eine Sache. Und Sacre Bleu. Das schon sehr krass aussieht. Ja, natürlich John Wick, klar. Eleanor, gut. Paar Shelby-Streifen. Shelby Blue. Okay. Spannend sind die Designs nicht. Ich glaube, wir machen auch das Sacre Bleu. Oh, die Schrift bleibt da. Das ist gut. Dann bediene ich mich bei meinem Felgenaufheller. Also, silberne Felgen habe ich jetzt gar nichts gegen. Perfekt. Und machen wir es einfach, weil wir es können, Carbonbremsen. Sieht man eh nicht. Einfach, weil wir es können. Carbonbremsen. Scheiben. Das ist doch mal ein Mustang, würde ich sagen. Die Felgen auch, ne? Also die American Racers passen da wirklich gut. Finde ich.
Dann raus damit. Also eine Sache, die ich schon mal ändern will, ist, glaube ich, die Fahrzeughöhe, weil die Reifen im Kotflügel brauchen wir, glaube ich, nicht. Boah. Eieiei. Und natürlich, wir sind im Ami. Der fast zu krass Grip, was soll denn das? Also das ist ja mal wohl. Oh, der Kompressor. Man hört ihn so ganz leicht. Wir haben ihn natürlich nicht geupgradet. Ich glaube, wenn wir dann geupgradet hätten, wäre er noch lauter. Ist doch mal schön. Ich finde es schade, aber dass der nur vier Farben hat, tatsächlich. Vor allem damals, die Muscle Cars hatten sehr farbenfrohe Paletten. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Dodge anschaut oder so, von damals. Also boah, da hat's der ja alles von Taxigelb bis zu Limettengrün und rüber zu Purpur. Aber der Mustang hat im Spiel zumindest nur vier Farben. Das ist natürlich schade. Sind ja natürlich in der perfekten Kategorie. Alles, was Rang und Namen hat, ist hier, würde ich sagen. Smokey and the Bandit, da vorne der Bullet Mustang. Ich hatte auch überlegt, zwischen dem 68er Fastback und dem Boss 302, aber ich habe mich dann doch für den 302 entschieden. Einfach weil ich dem Wagen selbst, glaube ich, sehr wenig Aufmerksamkeit gebe. Weil, keine Ahnung, außerhalb der Playlist fahre ich ihn halt nicht. Wenn mal irgendwas gefragt war. Irgendwann war halt C600. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt Retro-Muscle oder ist es Vintage-Muscle, was weiß ich. Gefragt und da habe ich den 302 genommen, aber ansonsten, ich fahre den wirklich sehr, sehr selten, muss ich sagen. Vielleicht unterschätze ich den Wagen auch, weil ich meine, schön ist er definitiv. Also, auch wenn sich viele beschweren, wir haben genug Mustangs im Spiel, muss ich leider widersprechen, nein, haben wir nicht. Haben wir absolut nicht. Also von der aktuellen, also generell der neue Mustang, der ist ja noch gar nicht im Spiel, weil Überraschung, er ist neu. Und ich glaube erst ab nächstes Jahr sogar auf dem Markt, also von daher, das kann noch dauern. Aber von der Generation Mustang, die wir jetzt im Spiel haben, haben wir ja den GT500, was okay ist. Und die Generation davor, also ich meine, das sind ja alles nur Facelifts gefühlt. Fordest du ja sehr hinterher sein muss, den Mustang immer zu faceliften. Die Generation davor, da sind doch einige Mustangs dabei, oder Shelbys, vor allem Shelbys, die wir einfach nicht bekommen. Zum Beispiel einen. Wir haben ja den älteren, den 13er GT 500. Und von der Generation wünsche ich mir auch irgendwie einen normalen GT. Oder, keine Ahnung, weil das ist so der Mustang, der die moderne Interpretation eines Muscle Cars ist. Weil die aktuellen Mustangs sind ja genauso wie Camaros eher auf dem Weg, die Rundstrecke anzupeilen. Und das Memo hat Dodge eben nicht bekommen. Aber damals, dieses Line-Up mit dem neuen Camaro, dem neuen Challenger, SRT8 und dem Mustang GT und so, Alter, das war ein Line-Up. Die Wiederbelebung des Muscle Cars. Das war krass, muss man sagen. Und von der Generation fehlen. Die Generation davor, ich weiß, ich spreche immer mit Generationen davor, ein bisschen mitdenken, weil ich weiß die Generationen nicht. Davon haben wir im Spiel den SVT Cobra R. Boah, gefällt mir gar nicht. Aber wirklich die Anfang bzw. Mitte 2000er Mustangs, boah, da muss ich sagen, habe ich wirklich ein Faible für. Und davon haben wir nur das 2013er Remake, Facelift hier. Und es ist schade, dass wir da kein, ja, Standardmodell, sag ich mal, haben.
Das ist an der Stelle sehr traurig. Aber mal gucken, was wir so bekommen. Wir haben den Magnum SRT8 in Forza Horizon 5 bekommen. Deswegen so ganz gebe ich diese Zeitlinie nicht auf. Und was ich auch nicht aufgebe, ist das Tuning. Weil eine solide Grundbasis haben wir. Hier und da ein bisschen feilen müssen wir, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Du bist mir immer noch sehr niedrig, Junge. Ich weiß nicht wieso. Alles mal pauschal, 0 auf 15 einstellen. Uiuiui. Und dann einfach mal schauen. Und ich muss auch sagen, wir haben hier 380 PS und diese Oldtimer-Rennreifen gehen ultra gut. Also, das muss man wirklich sagen. Ich will eigentlich den Rundkurs machen. Ich mag den in Playa Azul eigentlich nicht so, muss ich sagen. Ja, da kann man auch mit dem Gas spielen, würde ich sagen. Und allein guckt man das Heck an hier. Die guten alten Hecklamellen, dieser kleine Spoiler, nicht zu groß, nicht zu klein. Diese drei Rückleuchten pro Seite. Gut, die Auspuffrohre sieht man nicht, weil die nach unten gehen, aber selbst diese Rückleuchten, also die für den Rückwärtsgang meine ich, unten die weißen. Das ist doch schön. Das ist einfach schön. Oh. Ja, von der Schönheit blenden lassen, dann fliegt man auch ab. Kann passieren. Du bist früh dran, aber die nächste Horizon Arcade-Veranstaltung beginnt bald. Viel Spaß. Ist natürlich sehr kontraproduktiv, wenn man auf Grip aufbaut und dann versucht, um den Kreisel zu driften, aber die Leistung 380 PS. Also wir haben hier wirklich. Der hat Grip. Der hatte wirklich Grip. Das ist unfassbar. Nein, 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 Forza. Nein, nein, böse. Nein, Classic Muscle, okay. Ich habe Vintage und Retro gesagt, ne? Ich glaube, Vintage ist noch älter und Retro ist noch jünger. Na super. Erwische ich genau die, die es nicht sind. Das ist schon mal. Nein, ich möchte die Schwierigkeit nicht senken. Danke der Nachfrage. Da muss ich sagen, hat The Crew ein besseres System. The Crew kann sagen, ja, also Motorfest, ne, das kommende. Ja, nein und frag mich nie wieder. Ich hätte gern hier den Frag mich nie wieder Knopf. Nun gut. Dann schlagen wir uns mal hier durch. Aber wir können ja auch mal über natürlich meinen Kanal reden. Überraschung. Ich habe mir jetzt mal großzügig Zeit genommen, diese Folge aufzunehmen, weil ich genau weiß, ey, kommenden Donnerstag, dich interessiert der Pontiac nicht so. Und das stimmt auch. Mich interessiert der Pontiac eigentlich gar nicht. Deswegen. Es gibt interessante Pontiacs, aber der ist keiner davon, finde ich. Ist ja einfach das Gegenstück zum Camaro Z28 und fertig ist. Ja, deswegen, also die letzten Male mit dem GR86 zum Beispiel, da habe ich immer die Folge an den Tag aufgenommen, an dem es rauskam. Jetzt haben wir Dienstag, das heißt, ich nehme mal im Voraus auf, was gut für mich ist. Und das Ding ist, ich bin so ein Mensch, das muss ich leider sagen, ich krieg so schnell Kopfschmerzen. Wirklich ultra. Und wenn ich Kopfschmerzen habe, geht bei mir aktuell einfach gar nichts. Deswegen nehme ich jetzt diese Folge auf, damit ich die in der Hinterhand habe, weil ich habe wirklich einerseits Zeitdruck freitags mit der Folge. Wenn ich die rausbringen will und jetzt zum Beispiel diese Woche kein geiles Auto rauskommt, wo ich sagen muss, jawohl, da muss die Folge sofort freitags raus. Da habe ich halt wirklich kaum Ambitionen zu. Und deswegen nehme ich es jetzt voraus auf.
mit dem schönen Mustang. Wie gesagt, ihr habt euch in den Kommentaren gewünscht, dass mal Amis kommen, dass ich habe selber ja, wie gesagt, die Planung gehabt, dass mal ältere Autos kommen. Und ja, wie gesagt, aktuell ist so ein kleines Loch bei mir mit Kopfschmerzen. Wie gesagt, das ist fast jeden Tag und deswegen manchmal ist manchmal ein paar Mal Folgen gefährdet, sag ich mal, mit dem Upload, weil ich versuche ja immer freitags 16.30 Uhr eine Folge zu bringen. Und ich habe eigentlich wirklich keine Lust, das ausfallen zu lassen. Nur, dass eine kleine Info ist. Diese Woche ist nichts gefährdet, würde ich sagen. Ich glaube, ich mache auch einen Doppel-Upload tatsächlich. Weil es wurde sich auch gewünscht, dass mal eine Drift-Folge kommt. Und ich glaube, das kann man durchaus realisieren. Hab da auch schon einen Kandidat im Hinterkopf bezüglich des Driftens. Weil, ja, das stand auch ebenfalls in den Kommentaren als Wunsch. Und wer bin ich, dass ich das nicht mache? Also, zum Beispiel bezüglich noch der Uploads und dieses Let's Plays natürlich, kriegen wir wahrscheinlich auch eh mehr Action in der nächsten Serie. Die Serie ist ein bisschen dahin schleichend. Weil, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die italienischen Autos kommen zurück, was eine große Sache ist für Forza, weil Alfa, Fiat, Abarth und Lancia nicht zu Release drin waren und es einen riesen Aufschrei gab. Wenn ihr wollt, kann ich auch gerne ein Zwischenvideo machen, weil bisher ist gar nichts bekannt, außer dass die Marken zurückkommen, dass ich mir so ein paar Autos von den Marken nehme und einfach so eine, ja, wie eine Top-Liste quasi mache und dass ich da einfach mal ein bisschen drüber rede, welche Autos ich da gerne hätte, welche ich für realistisch halte, zum Beispiel neue oder zurückkehrende Autos, weil zurückkehrende Autos werden definitiv drin sein. Da hoffe ich doch auf ein paar, vielleicht sogar aus anderen Teilen als Horizon 5, 4 meine ich natürlich. Und ja, da kann ich gerne auch irgendwie ein Video zu machen, dass ich da so ein bisschen meine Favoriten aufliste und ja, quasi eine Wishlist, eine Car-Wishlist zusammenstelle, was denn meine Wünsche für die jeweiligen Marken sind. Ich meine, oh Gott. Also bei Alpha würden mir doch einige einfallen. Da waren wir sehr gut aufgestellt in Horizon 4 eigentlich. Abarth sowieso. Hat einige coole Autos. Für ein Videospiel, ich würde es mir natürlich nicht kaufen, aber für ein Videospiel. Fiat ist dann so ein bisschen dahin schwächeln, finde ich. Lancia kommen wir eigentlich um ein paar Autos nicht drum rum. Also wenn die nicht in dem Update dabei sind, dann hat Forza, glaube ich, irgendwas falsch gemacht. Oder sie machen ein zweites Update, das ist natürlich auch möglich, aber eigentlich müssten sie die in diesem Update bringen, weil wenn sie es nicht machen, kriegen sie, glaube ich, von der Community wieder einen auf den Deckel. Aber ja, ich biete euch an, ein Wishlist-Video zu machen, vielleicht mache ich es auch einfach so. Schreibt mir da, wieso bei allen Gedanken, gerne eure Meinung in die Kommentare. Natürlich auch allgemein eure Kommentare, die ihr zu dem Video habt. Lief ja dann doch die letzten Videos ganz gut mit dem Feedback. Was ist das für eine Boraception hier? Ja. Jetzt führen wir natürlich den Mustang auf die letzte Rundstrecke raus. Der will nicht driften, das ist unfassbar. Also, ihr könnt es jetzt gerade nicht nachempfinden, aber wenn ich jetzt so in der Kurve bin, man merkt einfach, dass die Hinterachse den Grip sucht. Dass der auch wirklich klebt. Das ist krass.
Nein, ich kann euch nicht erklären, wie wir 6 Gänge an einem 4-Gang-Knüppel schalten. Kann ich euch nicht erklären. Ist doch alles in allem ein super Gesamtpaket. Muss man einfach sagen. Dieses Blau, ne? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das Blau steht diesem Mustang wirklich brutal gut. Also, natürlich könnte man den jetzt klassisch schwarz machen. Oder, wie vorhin eben, das Weiß, was mir nicht so gefällt. Das Gelb sah aber auch scheiße gut aus. Also, keine Grenzen gesetzt, würde ich sagen. Jungs, lass mich in der Kurve mal durch. Nur mal dazu gesagt, das ist hier jetzt natürlich kein Full-End-Performance-Aufbau. Einfach weil die Zeit dafür jetzt nicht reicht, ne? Also man kann immer irgendwas verbessern. Ich versuche eben in diesen 30, 35 Minuten den besten Aufbau zu machen, den ich so hinkriege in der Zeit. Wenn ich mir jetzt natürlich Stunden Zeit nehme, dann wird es besser und besser, aber... Nö, so viel Zeit dann, so lang wäre eine Folge, glaube ich, sehr langweilig. Und ich habe auch nicht die ausreichenden Gesprächsthemen für die Fülle. Aber theoretisch könnte man auch das Problem halbwegs lösen. Wenn ihr sagt, dass ihr mal Bock hättet auf einen Livestream, ehrlicherweise. Drüben auf Twitch würde ich das dann theoretisch machen. Aber die Frage ist halt, ob man Bock dazu hat. Ich meine, ihr könntet dann, Fahrzeugwünsche live sagen, in dem Sinne. Ein paar Gesprächsthemen gäbe es sicherlich. Aber ja, das steht alles noch in den Sternen. Zuerst einmal fahren mit dem Mustang hier gleich ins Ziel. Ich muss wirklich sagen, also diese Vintage, diese Ultramarine-Reifen, die habe ich wirklich unterschätzt. Beziehungsweise die unterschätze ich, glaube ich, generell. Ich glaube, die 400 PS glatt wären gegangen mit den Reifen. Oha. Merke ich mir für nächstes Mal definitiv. Also wie gesagt, auf dem Plan stehen jetzt, denke ich mal, ein Drift-Video und ja, einfach ein Carboy-List-Video für die Serie 24 ist es, glaube ich. Zu den 4 Marken, die zurückkommen, weil ich glaube nicht, dass sie noch eine Marke mit einbringen ins Update. Das wäre ein bisschen komisch, weil wir kriegen mindestens 4 Autos. Und ich fände es sehr traurig, wenn wir nur 4 Autos bekommen. Also von jeder Marke eins. Das wäre nämlich sehr... das wäre sehr dünn. Weil das sind so große Marken und teilweise auch so krasse Autos in diesen Marken. Eigentlich müssten die mehr als 4 bringen. Aber ja, das mehr dazu im Wishlist-Video. Das werde ich, glaube ich, wirklich machen. Und ja. Wünschen kann ich mir von diesem Mustang nichts mehr. Denn der steht verflucht solide da, wie er ist. Das ist ein, finde ich, sehr solider Performanceaufbau von dem 1969er Ford Mustang Boss 302. Dann würde ich an der Stelle sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Fürs dabei gewesen sein. Schreibt mir wie immer gerne eure Rezension und Feedback in die Kommentare. Auch zu den Fragen in den Videos gerne ab in die Kommentare damit. Bewertet gerne das Video. Bis dann und ciao.